Heute komme ich zu dir mit einer Sonderepisode, denn die ersten 6 Monate des Jahres 2024 sind vorbei, liegen hinter uns und deswegen gibt es bei mir jetzt eine kleine Strickbilanz, was ich in den letzten 6 Monaten alles fertiggestellt habe an Strickprojekten. Ich habe ein bisschen überlegt, an wie wir das Ganze herangehen, denn ich habe euch ja in der letzten Episode eine Hausaufgabe gegeben, in der ihr auch durch eure Projekte gehen sollt, die ihr im letzten halben Jahr alle gestrickt habt. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, wir machen es einfach chronologisch und dann finden wir gemeinsam heraus, in wie viele Kategorien ich gestrickt habe, also Oberteile, Socken oder Kopfbedeckung etc. pp., wie viele Meter und Gramm verstrickt wurden und ob es dabei auch irgendwelche Learnings zum Beispiel gab, was ich gerne stricke und was ich überhaupt nicht gerne stricke. Und ja, ich hoffe, du machst mit und hast jetzt Spaß. Schnapp dir am besten dein Strickprojekt, an dem du aktuell arbeitest, was zum Trinken und dann legen wir sofort los. Tatsächlich war bei mir der Monat Januar der produktivste Monat, in dem ich ganze 6 Projekte beendet habe und dabei handelt es sich auch komplett um Socken. Das erste Paar Socken, das ich gestrickt habe, sind die Easy Decay Scent of Roses Socken. Und zwar gibt es von mir auf meinem Kanal ein Tutorial. Ich verlinke es mal hier oben, wie man dicke Socken in Decay Garnstärke strickt. Und das hier ist das erste Paar, das ich gestrickt habe. Und ich habe hierfür eine meiner Färbungen, die nennt sich Scent of Roses genannt, deswegen habe ich das Projekt auch so genannt. Im Übrigen, ich werde alle Projekte, die heute hier aufgeführt werden, natürlich unten in der Infobox verlinken. Also einfach auf Mehr klicken, dann ploppt die sich auf und dann landet ihr auf meiner jeweiligen Ravelry-Projektseite, falls ihr da noch irgendwie mehr Infos braucht. Nur so am Rande. Ja, das hier war auf jeden Fall das erste fertiggestellte Paar im Jahr 2024 oder überhaupt das erste fertiggestellte Projekt. Und verstrickt habe ich hier 86 Gramm Wolle insgesamt und das macht 199 Meter Garn. Mein erstes Projekt, kuschelige Socken für die kältere Jahreszeit. Um dann diese Tutorial-Reihe für diese dicken Socken drehen zu können, habe ich ein weiteres Paar angeschlagen. Und zwar sind das meine Easy Decay Nebula Socks. Ja, mit der Namensgebung meiner Projekte bin ich nicht ganz so kreativ. Nebula, weil die Färbung eben Nebula heißt. Auch hier ein Decay-Garn. Und das ist eben das Paar Socken, das ich verwendet habe, um das Tutorial für den Kanal zu drehen. Und wieder in meiner Größe gestrickt. Ich habe Schuhgröße 38-39. Allerdings bin ich hier eine Nummer kleiner geworden, dass die schön eng am Fuß sitzen. Dieses Paar hier habe ich eine Nummer größer gestrickt, damit ich die Übersocken anziehen kann. Und die ist jetzt wirklich gedacht, dieses Paar hier für direkt am Fuß anziehen. Und da war der Verbrauch dann gleich auch mal gewaltig weniger. Insgesamt 56 Gramm des Garns, was da wären, 126 Meter Wolle. Das war das zweite fertige Projekt im Jahr 2024, mein zweites im Januar. Das waren die einzigen dicken Socken, die ich in diesem Jahr bis jetzt gestrickt habe. Wir haben ja noch 6 Monate vor uns. Danach bin ich zu dünnerem Garn übergegangen und das nächste Paar, das ich gestrickt habe, waren meine Pralinensocken. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuschauer noch daran. Bei mir im Shop gibt es auch Little Sets. Das sind Sets, die bestehen aus 5x20 Gramm Garn in Sockenwollstärke. Hierfür war es ein Glitzergarn. Ich hoffe, man kann das Glitzern in der Kamera sehen. Und das waren 5 Färbungen, die es in diesem Set gab. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich habe eben das Ganze streifen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, über wie viele Runden. Ich denke, ich habe es in meiner Projektseite genauer aufgeschrieben. Ja, und habe hier einfach mal die Wolle machen lassen. Und dann sind eben hier meine Pralinensocken entstanden. Und ja, das Paar sieht jetzt auch nicht mehr ganz so perfekt aus. Ich habe es nämlich schon einige Male angezogen. Ich liebe dieses Paar Socken total. Ist jetzt wieder eine ganz normale Stino-Socke, wie die anderen auch. Also glatt rechts ohne Muster. Aber die Abwechslung habe ich mir hier geholt, indem ich eben Streifen gestrickt habe. Und dann eine Ferse im Netzmuster. Und jetzt, wo ich sage, fällt es mir auch ein,
Dieses Paar habe ich verwendet, um dafür ein Tutorial zu drehen. Ich werde es hier oben verlinken. Findet ihr also auch auf meinem Kanal, wenn ihr das mal machen wollt. Ja, das war mein zweites Paar Socken und hierfür habe ich insgesamt verstrickt 70 Gramm Garn, was da wären 280 Meter. Kurz danach war ein weiteres Paar Stino-Socken fertig und zwar die Antique Socks. Heißen auch so, weil diese Färbung hier heißt Antique Teacup und ist gefärbt auf meiner BFL Socks Base. Also da hatte ich dann mal ein bisschen Abwechslung mit der Garnbasis überhaupt, die ich verwendet habe. Also mit Blue Faced Leicester Garn gestrickt. Und hier, das war ein Sockset, das bei mir gab. Also ein 100 Gramm Strang mit dieser Hauptfarbe hier und ein passendem 20 Gramm Mini, die ich eben für Bündchenferse und Spitze verwendet habe. Und hierfür habe ich insgesamt 53 Gramm verbraucht, also überhaupt nicht viel. Und 225 Meter wären das dann. Genau. Und ich finde die total schön. Und wenn man jetzt die ganzen anderen Paare so ein bisschen anschaut, die ich gestrickt habe, ich war da farbtechnisch schon in diesem Mauve, Aubergine und Bordeaux-Spektrum sehr drin. Hat mir gut getaugt und es ging dann auch so weiter. Daraufhin wurde nämlich mein erstes Paar von unserem Sockset Club fertig. Das ist der Januar Club, also meine January Club Socks haben wir hier. Und also ja, wir bieten ja einen Sockset Club hier an bei Shibot Garne. Und da bekommt man jeden Monat ein Sockset, bestehend aus einem 100 Gramm Strang und 20 Gramm Mini in unterschiedlichen Garnqualitäten, die es so nicht im Shop gibt. Und auch die Färbungen sind exklusiv. Und was ich mir vorgenommen habe, ich möchte jeden Monat nicht nur ein paar Socken stricken, sondern auch eine Sockenstrickanleitung entwerfen. Und das hier war mein erstes Design mit einem einfachen Strukturmuster. Und wir haben hier ein Tweedgarn. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, und das ist das Paar, das entstanden ist. Und hierfür habe ich insgesamt 60 Gramm verstrickt, was 240 Meter sind. Ja, mein erstes Design, bis es die Anleitungen gibt, wird es noch dauern. Habe ich ja schon in mehreren Episoden erwähnt. Deswegen gehe ich darauf jetzt näher hier gar nicht ein. Also, das ist mein fünftes fertiges Projekt im Jahr 2024. Aber ich habe im Januar tatsächlich noch ein paar Socken fertig bekommen. Und zwar meine Swoop Socks. Auch hier heißen die Socken so, weil die Hauptfarbe hier Swoop heißt. Das hier ist wieder eine andere Garnqualität. Das sind die Soft Socks. Das sind kuschelweiche Stinos geworden, indem ich eine Kontrastfarbe verwendet habe, um wieder Bündchen, Ferse und Spitze zu stricken. Und ja, ist eine meiner absoluten Lieblingsfärbungen. Und man sieht, die Socken habe ich auch schon einige Male getragen. Verstrickt habe ich hier 66 Gramm, was 264 Meter sind. Und damit bin ich fertig mit dem Monat Januar. Und ich würde sagen, der war wirklich sehr, sehr sockenreich mit 6 Paar Socken das Jahr 2024 gestartet. Damit habe ich im Januar ganze 391 Gramm verstrickt, was da wären 1334 Meter. Und dann kam der Februar und da bin ich vom Tempo her ein bisschen runtergegangen. Nichtsdestotrotz ist das erste fertige Projekt im Monat Januar auch wieder ein paar Socken geworden. Und zwar sind es meine Let Me Be Your Valentine Socks. Ausnahmsweise mal nicht nach der Färbung in Kubus benannt. Nein, das ist eine Anleitung, die es bereits von mir gibt. Und zwar die Let Me Be Your Valentine Socks. Deswegen heißen die einfach so mit einem einfachen Muster, das seitlich verläuft. Hier seht ihr es nicht, denn es ist immer nur auf einer Seite, je nachdem. Beim rechten Fuß auf der rechten Seite und auf dem linken Fuß auf der linken Seite verläuft das Ganze. Deswegen seht ihr es hier jetzt so. Es ist ein ganz einfaches Muster. Die Anleitung gibt es bei mir schon ewig. Und ja, ich wollte mir eben Valentinstags-Socken stricken und ich fand, die Färbung in Kupus ist dafür perfekt geeignet. Es ist ein einfaches, eingängiges Muster und die musste ich anscheinend irgendwie noch stricken. Und hierfür verbraucht habe ich 65 Gramm und 260 Meter. Dann war es allerdings erstmal genug mit Socken. Ich habe mich stattdessen als erstes um Resteprojekte gekümmert und hier sind zwei Kleinigkeiten entstanden. Das erste, was ich hier habe, ist ein Cardi, den ich für die Puppe meiner Tochter gestrickt habe.
Ja, ist ein einfacher Cardigan, so sieht er aus. Ich habe hier verschiedene Reste einfach doppelt gehalten und sogar noch einen Mohairfaden mitgeführt, damit die Puppe hier auch ein Luxusteil hat. Ja, und Hauptgrund ist erstens natürlich Reste verwenden und zweitens, meine Tochter hat zu diesem Zeitpunkt geübt, an anderen Objekten, Puppen, Kuscheltieren und so, Oberteile anzuziehen und einen Pulli auf so einen riesen Puppenkopf zu kriegen, ist unmöglich. Deswegen habe ich mich hier für einen Cardigan entschieden, den sie wirklich ganz leicht an- und ausziehen kann. Klappt wunderbar. Ja, macht sie bis heute immer noch gerne. Also nur ein total einfaches Resteprojekt. Es gibt hierfür keine Anleitung, könnte aber sein, dass ich das auf meiner Ravelry-Projektseite ein bisschen ausführlicher geschrieben habe. Ja, verstrickt hierfür habe ich nicht viel. Es sind nur 31 Gramm, aber durch dass ich so viele Garne verwendet habe, bin ich doch immerhin auf 129 Meter für Penny's Kati gekommen. Das nächste Projekt, das ich fertiggestellt habe, und das letzte auch schon für den Februar, ist dieser Scrappy Advent Cowl. Und zwar habe ich letztes Jahr aus dem Cheap Organ Adventskalender einen schönen Brioche Cowl gestrickt. Und da sind ein bisschen Reste übrig geblieben. Und meine Tochter war ein Riesenfan von diesen ganzen Regenbogenfarben. Also habe ich die Reste genommen. Ich glaube, es waren pro Farbe, pro diesen 24 Farben, die ich hatte, jeweils 2 Gramm. Und konnte ihr hier diesen kleinen süßen Cowl hier stricken, auch im Brioche-Muster. Ich habe einfach nur in rein gestrickt, ganz lange, und habe das dann eben zusammengenäht. Ganz einfach. Und sie ist 3 Jahre alt und der passt perfekt. Und da habe ich dann eben insgesamt Scrappy Advent waren 46 Gramm, sind 184 Meter. Somit komme ich für den Monat Februar auf gerade mal 142 Gramm, die verstrickt wurden, und auf 573 Meter. Also deutlich weniger als im Januar. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass ich in diesen jeweiligen Monaten auch nicht nur ausschließlich an diesen Projekten gearbeitet habe. Für manche habe ich einfach mehr Zeit gebraucht und die sind erst später fertig geworden. Deswegen rutschen wir jetzt einmal in den März. Im Monat März habe ich 4 Projekte fertiggestellt und wer jetzt aufgepasst hat, wo ist der Club? Die Februar-Clubsocken sind tatsächlich erst im März fertig geworden. Und so sehen die aus. Das ist dann wieder ein Design von mir, also aus dem Sheep & Garner Sock Set Club. Und hier haben wir ein doppeltes Rollbündchen und es verläuft ein Zopf am Oberfuß. Und die Wolle, die ich hier verstrickt habe, war Falkland. Also auch wieder ein tolles Garn, das es zu verstricken galt. Ich stehe ja total auf die Farben hier. Und hierfür habe ich verstrickt 66 Gramm. Was da wären? 264 Meter. Also die Februarsocken sind in den März gerutscht, weil die da erst fertig wurden. Ja, aber zählt für den Monat März. Ich denke, dann war Ostern und da musste schnell was Kleines her. Deswegen habe ich dann noch aus Resten einen kleinen Hopsi gestrickt. Da findet ihr auf meinem Kanal, ich verlinke es da oben, auch ein Tutorial. Ja, das hier ist Hopsi, so hat ihn meine Tochter genannt. Das ist ganz einfach aus Resten gestrickt. Man hält hier Sockengarn doppelt. Ich habe hierfür 18 Gramm verstrickt. Das sind gerade mal 72 Meter. Und ja, Ostern, knete rein. Kleines Geschenk für die Osterzeit. Kommen wir endlich mal zu ein bisschen was Größerem hier. Im März fertig geworden, das dritte Projekt. Hier seht ihr, hier habe ich an was anderem gestrickt, die Monate zuvor, ist mein Scrappy Halloween, ein Poncho, den ich aus meinen Halloween-Resten vom vergangenen Jahr verstrickt habe und dann diesen Regenbogen hier bekommen habe. Ich erzähle ganz viel in den vergangenen Episoden, deswegen, wenn es euch interessiert, dann müsst ihr mal ein bisschen zurückspulen, um euch das genauer anzuschauen. Und ich habe hier eben diese ganzen Reste, Sockengarn doppelt gehalten mit einem Mohairfaden. Und dann ist dieser tolle Poncho entstanden, alles aus Resten, die übrig geblieben sind. Die Halloween Collection von Sheep & Garner besteht nämlich aus 8 Färbungen. Und ja, diese 8 Färbungen ergeben zusammen einen Regenbogen. Ich stehe jetzt mal ganz kurz auf, um es nochmal zu zeigen, denn ich bin wirklich stolz auf diesen Poncho. Ich liebe ihn. Und da ist auch ein bisschen mehr Wolle weggegangen. Insgesamt verstrickt habe ich hier nämlich 304 Gramm und das sind 1730
Meter. So, jetzt haben wir mal Zahlen, die ein bisschen mehr ausmachen als so ein kleiner Hopsi wie gerade. Und damit habe ich hier auch mein erstes fertiges Oberteil für das Jahr 2024 präsentiert. Im Monat März war ich dann, was die Clubsocken betrifft, auch wieder richtig in Fahrt und habe die March Club Socks oder die März Club Socken tatsächlich auch im März fertigstellen können. Und es ist eins meiner Lieblingsdesigns, auch wieder ein einfaches Strukturmuster hier. Aber ich finde, die Färbung ist der Hammer. Wird es leider nie wieder geben. Und die Garnqualität ist auch klasse. Die könnte natürlich mal wieder in einem Club vorkommen. Die Färbung nicht. Ist ein Yak-Garn gewesen. Das ist ein schönes Grau, das dabei an mir ankommt, bevor ich es färbe. Und so sah es dann eben danach aus. Und das sind eben meine März-Club-Socken. Hier habe ich verstrickt gerade mal 55 Gramm. Was, das sind 220 Meter. Somit ist der Monat März der bisher beste Monat, in dem ich 443 Gramm verstrickt habe und dann ganzes sage und schreibe 2286 Meter. Ich denke, der Grund ist offensichtlich, es war der Poncho. Ja, und ab da war dann irgendwie das Spiel eröffnet für die Oberteile. Ich hatte da ganz schön viele angestrickt und dann sind so nach und nach auch welche fertig geworden. Kommen wir zu dem ersten Projekt, das im Monat April 2024 fertig geworden ist. Ja, ein Oberteil. Zum dritten Mal habe ich ihn gestrickt, das erste Mal im Jahr 2024. Das hier ist mein dritter Lento, mein pinker Lento. Ich liebe, liebe, liebe ihn. Dafür habe ich dieses Mal eine Glitzergarnqualität, die Silver Glitter Bots verwendet und mit einem pinken Mohairfaden doppelt gehalten. Ich hoffe, man kann das Mohair so ein bisschen sehen. Ja, das ist mein Lento Nummer 3, den ich gestrickt habe. Ich liebe diese Anleitung, ich kann sie nur weiterempfehlen. Guckt da unbedingt mal vorbei und schaut es euch an. Es ist eigentlich nur eine Basisanleitung für einen Raglan-Pullover, aber eben mit einem wirklich sehr großen Maschenbild. Man strickt mit großen Nadeln, braucht wenig Wolle. Es ist schnell beendet. Ich glaube, den ersten habe ich in 5 Tagen überhaupt gestrickt. Total irre. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, für den habe ich ein bisschen länger gebraucht. Aber wichtiger ist, was ich verbraucht habe, wie viel. Und zwar gerade mal 235 Gramm in Meter, 1311 Meter. Es ist wirklich eins meiner Lieblingsteile. Ich ziehe ihn sehr oft an und sehr gerne und ich liebe ihn. Ich glaube, das hat man jetzt gemerkt. Auch im April fertig geworden ist mein Le Winter Puff. Wir haben hierfür auf diesem Kanal einen Knitalong gehabt und haben gemeinsam den Le Puff von Hedgehog Fibers gestrickt, entweder Pulli oder Cardigan, und zwar von November bis eben April. Und ich bin im April fertig geworden. Ich stehe ganz kurz auf. Ich habe ihn ja schon oft genug gezeigt, aber ganz kurz. Hierfür habe ich Garn in Sockenwollstärke, das sind die Soft Socks, 3 verschiedene Farben habe ich verwendet. Naturschönheit für die Bündchen, Antique Teacup, habt ihr bereits in Socken gesehen, ganz am Anfang. Und dann war es noch der gestiefelte Kater, was hier unten sitzt. Genau, und dann habe ich das Ganze hier faden lassen und dann ist dieser schöne winterliche Pullover entstanden innerhalb von 6 Monaten. Ich habe mir da wirklich Zeit gelassen und hatte wirklich Spaß, mit euch gemeinsam zu stricken. Ja, ein tolles Projekt, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal zu stricken. Super easy, ganz einfach, auch wenn ich ihn jetzt schon 2-mal gestrickt habe. Verbraucht hierfür habe ich 430 Gramm, da ist einiges reingegangen. Das sind insgesamt 1718 Meter. Ja, auf jeden Fall ein tolles Teil und ich freue mich darauf, dass ich den im kommenden Winter dann auch anziehen kann. Der Le Winterpuff. Außerdem im April fertig geworden sind natürlich auch meine April Club Socks oder April Club Socken. In diesem Monat hatten wir ein Merino High Twist Set, das wir verstrickt haben. Und hier habe ich mich für ein ganz simples Design entschieden. Es war ein einfaches Colorwork-Muster, ein einfaches Verallmuster, das man hier gestrickt hat, um eben mal mit der Kontrastfarbe ein bisschen was anderes zu machen, als sie immer nur für Bündchen, Ferse und Spitze zu verwenden. Ja, also hier habe ich dann auch mein 4. Design und meine 4. Club-Socken. Insgesamt Socken sind es schon um einiges mehr. Vielleicht habt ihr mitgezählt. Wir werden es am Ende herausfinden. Insgesamt verstrickt habe ich hier 71 Gramm, das wären 259
Meter. Im April habe ich damit, glaube ich, meine Bestleistung geschafft und zwar 736 Gramm Wolle beziehungsweise 3288 Meter, die in fertige Projekte gewandert sind. Im Mai habe ich als erstes dieses tolle Projekt hier beendet. Ich stehe einmal ganz kurz auf, damit man ihn in seiner vollen Pracht sehen kann. Hierbei handelt es sich um den No Frills, ein absolutes Traumprojekt von mir, das ich schon seit Jahren stricken wollte und dieses Jahr endlich gestrickt habe. Und ich bin total verliebt. Ihr habt ja jetzt gesehen, ich stricke normalerweise sehr viel mit knalligen Farben, aber ich wollte hier wirklich einen Basispulli haben. Es ist auch nur eine einfache Raglan-Konstruktion, aber in einer einfachen Farbe, was wirklich zu allem in meiner Garderobe passt. Und hiermit fahre ich auf jeden Fall auf Nummer sicher und ich liebe, liebe, liebe ihn. Der No Frills hier, für den habe ich insgesamt 353 Gramm Wolle gebraucht. Was da wären 1958 Meter. Hierfür verstrickt man auch wieder Garn in Sockenwollstärke, doppelt gehalten mit einem Lace Mohair-Faden. Allerdings hat man im Vergleich zum Lento ein viel engeres Maschenbild, wodurch man dann natürlich auch mehr Wolle verbraucht. Ja, ich liebe ihn, ich freue mich wirklich. Ich bin ein Sommermensch, ein Frühlingssommermensch. Aber mit dem Pullover jetzt freue ich mich extrem auf die kalte Jahreszeit. Ja. Der No Frills, auch sehr zu empfehlen. Selbstverständlich sind im Mai dann auch meine May Club Socks fertig geworden. Hier gab es diesmal ein Silky Sock Set zu verstricken, als tatsächlich ein Garn, in dem auch Seide mit drinnen ist. Und ich habe mir hier für ein wirklich zartes, für diese zarte Färbung, für ein zartes Design entschieden mit kleinen Schmetterlingen, die am Oberfuß herumflattern. Ja, ich bin total verliebt in dieses Paar und auch in das Design. Ich mag es wirklich, wirklich sehr. Es ist mal ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Verstrickt habe ich hierfür gerade mal 58 Gramm des Garns, was da wären 232 Meter. Ja, die mag ich wirklich sehr. Ich freue mich schon drauf, wenn es dran geht, die ganzen Anleitungen zu schreiben. Aber so weit bin ich ja noch nicht. Wir haben ja noch ein halbes Jahr vor uns, in denen ich erst noch die anderen designen möchte, bevor es ans Schreiben der Anleitungen geht. Aber wir können uns jetzt mal den Mai 2024 genauer anschauen. Es waren nur diese zwei fertigen Projekte. Insgesamt 411 Gramm an fertigen Projekten verstrickt, was da wären 2190 Meter. Im sommerlichen Monat Juni ist tatsächlich das erste Projekt, das fertig geworden ist. Ein Weihnachtsprojekt und zwar diese riesengroße Weihnachtssocke hier, die nennt sich Dasher und Dancer. Das ist der Name der Anleitung. Und das ist die zweite, die ich gestrickt habe. Mein Ziel ist für meine Familie, also für meinen Mann, mein Kind und für mich, jeweils eine solche Weihnachtssocke am Kamin hängen zu haben. Das ist die zweite und die erste in diesem Jahr, die ich gestrickt habe. Vermutlich werde ich noch eine dieses Jahr stricken. Ja, und ich finde sie herrlich. Ich freue mich darauf, dass ich jetzt im Sommer das schon fertig habe, damit ich nicht in Panik gerate. Ihr wisst ja alle, dass gerade die Vorweihnachtszeit ziemlich stressig werden kann, insbesondere dann, wenn man irgendwas mit Wolle beruflich zu tun hat. Deswegen umso glücklicher bin ich, dass es jetzt schon fertig bin und auch wie sie geworden ist. Also die Weihnachtssocke Dasher und Dancer, für die habe ich insgesamt 131 Gramm Wolle verbraucht, was da wären 262 Meter. Seht ihr die jetzt eigentlich als Socke? Das letzte Projekt für den Monat Juni und somit auch für meine Halbjahresbilanz sind die June Club Socks oder die Juni Club Socken wieder vom Sockset Club. Diesmal hat man ein Gold Glitter Sockset gehabt, das es zu verstricken galt und ich habe mich hierfür ein etwas anderes Design entschieden und zwar ein Lace Muster auf beiden Seiten, das ein Zopfmuster einrahmt, das ihr jetzt nicht wirklich sehen könnt, das hier auf dem Oberfuß entlang läuft. Das war meine Designidee. Ich bin total glücklich über dieses strahlend knallig sommerliche Sockenpaar. Und hierfür habe ich gerade mal 54 Gramm verstrickt und das sind 216
Meter. Damit kann ich also nun auch den Juni abrunden. Hier waren es gerade mal 185 Gramm oder aber auch 478 Meter. All meine Projekte habe ich dann mal in eine Liste gepackt und jedes einzelne Projekt einer Kategorie zugeteilt und bin da auf ein spannendes Ergebnis gekommen. Und zwar die Kategorie Hals. Also, ob es ein Schal ist, ein Tuch, ein Kaul, habe ich exakt ein Teil gestrickt. Und zwar war das der Advent Kaul bzw. der Scrappy Advent für meine Tochter, den ich eben aus diesen Resten gestrickt habe, war das einzige Projekt in dieser Kategorie. Bei diesen zwei Projekten hier wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich dafür eine extra Kategorie aufmachen soll. Ich könnte das jetzt Geschenkverpackung nennen und das hier Puppenbekleidung. Ich habe einfach eine Überkategorie für mich selbst gemacht und zwar Kleinkram, weil es wirklich schnell zu stricken ist und wirklich was Kleines ist. Kleinkram, zwei Projekte. Diese Kategorie hier habe ich einfach mal Weihnachtsdeko genannt. Ein Teil habe ich dafür gestrickt. Es ist nicht wirklich eine Socke und es ist auch kein Kleinkram, weil man hat da schon ein bisschen mehr zu tun. Deswegen Kategorie Weihnachtsdekoration, ein Projekt. Fertige Oberteile im ersten Halbjahr, vier. Es waren vier, drei Pullis und ein Poncho. Die Kategorie, in der ich definitiv am meisten gestrickt habe, war die Kategorie Socken. Allein in den ersten zwei Monaten hatte ich sechs Paar Socken fertig. Die hier waren alle nicht clubrelevant. Da das erste Halbjahr natürlich aus sechs Monaten besteht, habe ich dann auch noch sechs Paar Clubsocken gestrickt. Eine ganze Menge. Jetzt werfen und dann rückwärts abspielen, um an Anfang von da zu kommen. 12 Paar Socken! Irre. Es kommen auf jeden Fall noch 6 Paar Socken dazu für dieses Jahr. Aber ich glaube, das ist genug. Ich weiß nicht, ob ich dann auch so viel mehr stricken muss. Somit komme ich auf insgesamt 20 Projekte, die ich im ersten halben Jahr des Jahres 2024 fertigstellen konnte. 20 Projekte sind so im Durchschnitt ein bisschen mehr als 3 fertige Projekte in einem Monat, was meiner Meinung nach eine wirklich realistische Zahl ist, wenn man so einen Mix hat aus kleineren und größeren Dingen. Niemals, glaube ich, 3 Oberteile. Da braucht man schon richtig viel Zeit dafür. Ich glaube, die hat keiner von uns. Deswegen, man muss die Zahlen hier auch ein bisschen realistisch anschauen. Wenn ich jetzt einen Monat hatte, in dem ich 2 fertige Oberteile habe, dann geht da natürlich die Gramm- und Meterzahl auch hoch. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mir jetzt die Gesamtzahlen anschauen, auf wie viel Gramm und auf wie viel Meter ich insgesamt komme, wenn ich mir die 6 Monate genau anschaue. Und das wären, Drumroll, 2308 Gramm oder anders ausgedrückt, 10.149 Meter. Leute, das sind 10 Kilometer Wolle, die ich verstrickt habe. Und so gesehen ist das total irre. Ja, ganz wichtig, was mir an dieser ganzen Bilanz total wichtig ist. Es ist kein Wettkampf. Jeder strickt anders. Ihr habt jetzt hoffentlich gesehen, dass ich Monate hatte, in denen ich wirklich viel fertig bekommen habe. Man erkennt, glaube ich, sehr gut, dass ich am Anfang des Jahres wahnsinnig motiviert war und 6 Paar Socken rausgehauen habe. Das ist irre und bei mir absolut nicht die Norm. Und dann wird wieder alles ganz normaler Alltag und meine realistische Wahrnehmung setzt auch ein. Und dann waren es tatsächlich auch nur so 3-2 Projekte, die ich im Monat fertig bekommen habe. Und das ist wirklich viel, viel realistischer. Außerdem ist es ja auch so, dass das nur die fertiggestellten Sachen sind. Ganz viele Sachen, an denen stricke ich ja aktuell immer noch und die sind auch gar nicht fertig. Also, was ich damit sagen möchte, setzt euch bloß nicht unter Druck, was ihr auf sozialen Medien seht. Wenn ihr da beispielsweise auf Instagram seid und eine Bilderserie seht, Tag 1, 2, 3, 4 von einem wachsenden Pullover, der zeigt, Bündchen, jetzt habe ich die Raglan-Zunahmen, zack, erste Ärmel, zweite Ärmel, Körper fertig, Pulli an und das Ganze in 5 Tagen. Das ist nicht realistisch. Setzt euch also bitte nicht unter Druck, sondern strickt nach eurem Tempo und vor allem, wie es euch Spaß macht. Und manchmal hat man
einfach keine Lust auf Stricken, dann lasst's auch bitte sein. Lest ein Buch, schaut einen Film und lasst die Nadeln liegen. Ich möchte damit wirklich niemanden unter Druck setzen und ich will auch nicht, dass da irgendwie ein Wettkampf entsteht. Ich finde nur, dass es für einen persönlich ganz interessant sein kann, zu wissen, wie viel Zeit man denn mit seinem Hobby überhaupt verbracht hat und ob man daraus irgendetwas lernen konnte. Und ja, ich konnte aus diesem ersten halben Jahr tatsächlich für mich wertvolle Learnings ziehen. Ich muss sagen, mir ist die Kinnlade ein bisschen runtergegangen, als ich gesehen habe, wie viel Paar Socken ich dieses Jahr gestrickt habe. Die Clubsocken, da die Designs werden sollen, die lasse ich jetzt mal ganz kurz außen vor. Die sind ja für ein Projekt Sockenstrickanleitungen, das jetzt mal in einer ganz anderen Kategorie ist. Aber die anderen paar Socken, die ich da gestrickt habe, da muss ich mich ein bisschen zurücknehmen. Und wenn ich in Zukunft Socken stricken werde, möchte ich bevorzugt auf meine Reste greifen und keine Stränge mehr anfangen. Denn wenn ich alleine jetzt schon dieses Jahr für mich, ich glaube, es waren ja 6 weitere Paar gestrickt habe und ihr kennt meinen Kleiderschrank nicht, wie viele Paar Socken da für mich sind, dann muss ich da echt auf die Bremse gehen. Ja, ich verschenke auch Socken, aber wenn ich ehrlich bin, die meisten stricke ich einfach in meiner Größe. Also, wenn ich einen neuen Strang anfange und mich da nicht zurückhalten kann, dann daran denken, mein Mann hat weitaus weniger Socken im Schrank als ich, lieber für ihn ein paar anschlagen. Mein zweites Learning. Ich bin wirklich dieses Jahr komplett zufrieden, wie ich aktuell mit Oberteilen umgehe. Dass es relativ viele sind, die fertig werden. Also für mich sind es viele, die fertig werden. Aber dass ich da jetzt auch nicht zu extrem bin und die verrücktesten Muster ausprobieren muss und die kompliziertesten Anleitungen. Habt ihr jetzt noch nicht gesehen, was ich auf den Nadeln habe und was bald fertig wird? Da sind kompliziertere Muster dabei, aber dass ich ausgewogen stricken kann, quasi einen Stino-Pullover, wo man eben nur glatt rechts in der Runde runter strickt und auch ein Projekt, bei dem ich ein bisschen mehr denken muss. Aber dass die Oberteile bei mir im Schrank zunehmen, finde ich ist eine gute Sache. So kann ich nämlich gekaufte Pullover, die ich schon gut 10, stellenweise sogar 20 Jahre in meinem Schrank habe, guten Herzens dann auch mal ausmisten. Ja, und dann habe ich Teile in meinem Schrank, die ich gemacht habe, auf die ich stolz bin, in den Farben, wie ich sie haben will und die mir passen. Und das ganz, ganz Tolle dabei ist natürlich auch, ich lerne mit jedem Pulli, den ich strick, noch mehr dazu, was mir passt, was meine Fähigkeiten sind. Ja, und kann so meine Strickkenntnisse und meinen Strickhorizont noch erweitern und natürlich auch auf meinem Kanal dann mit euch teilen. Ein Learning habe ich noch. Ich habe es schon so ein bisschen gesagt, was die Reste betrifft. Ich muss meine Reste mehr verstricken oder mir schon vorher ein bisschen mehr Gedanken machen, wie ich die sinnvoll verarbeiten kann. Wer jetzt schon länger dabei ist, der weiß, dass ich da ein Projekt auf den Nadeln habe, das für meine Reste gedacht ist. Und zwar häkle ich ja eine Granny Square Decke. Aber dafür möchte ich nur eine bestimmte Garnqualität verwenden. Und die habe ich in den letzten Wochen und Monaten gar nicht so oft verstrickt, dass ich die da einarbeiten kann. Das heißt, entweder ich muss jetzt mein Mindset ändern, dass da mehr Reste reinwandern dürfen in diese Decke, die dort drüben liegt und mich gerade grimmig anschaut, warum ich sie schon so lange nicht mehr beachtet habe. Oder ich muss mir wirklich um ein anderes Projekt, ein neues Projekt Gedanken machen, das ich starten kann. Die Rede ist hier beispielsweise auch von den Resten der ganzen Clubwolle, die übrig geblieben ist. Es sind ja verschiedene Garnqualitäten, aber die Garnstärke ist die gleiche. Das heißt, man könnte es durchaus in einem Projekt verwenden. Die Frage ist nur, wie? Ich hoffe, dass wir hier gemeinsam auf meinem Kanal dafür eine Lösung finden und dann vielleicht auch für eure Reste ein interessantes Projekt in Erwägung ziehen können. Vielleicht auch für einen weiteren gemeinsamen Knit-Along. Habt ihr Lust? Lasst mich das bitte alles in den Kommentaren wissen. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Gedanken jetzt in meinem Kopf, was die Zukunft betrifft, dank dieser Zusammenfassung. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Seid auch eure Projekte gegangen? Wenn ja, dann packt bitte unten in die Kommentare einmal die Anzahl eurer Projekte, wie viel Gramm und wenn ihr tatsächlich die Muse hattet, das auch noch auszurechnen, auch wie viel Meter. Und mich würde natürlich auch interessieren, was war euer Hauptprojekt?
Projekt, also eure Hauptkategorie, waren es Socken, Oberteile, Mützen, Schals, Handschuhe, keine Ahnung, was euch einfällt. Lasst mich das bitte unten wissen, auch ob ihr irgendwelche Learnings hattet. Also deine Statistik unten in die Kommentare. Ich glaube, das ist für die anderen Stricker super duper interessant, wie ihr Strickverhalten so aussieht, um dann zu sehen, ich kann machen, was ich will. Es ist kein Wettkampf. Jeder strickt eben anders. So. Ich hoffe, euch hat diese etwas andere Episode gefallen. Und dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder mit einer regulären Episode. Ach so, Shop News. Morgen gibt's Trios. Erfahrt ihr dazu heute noch mehr im Newsletter. Also, jetzt aber. Tschüss, bis dann. Bye, bye. Interessiert, wie das Jahr gestartet hat? Na dann, guck dir mal meinen Jahresrückblick 2023 an. Viel Spaß!